Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers und das hier ist einmal ein kleines Update-Video zu meinem Pulse-Video. Hatte ich ja vor ein paar Tagen gepostet, um quasi einmal zu feiern, dass Hasbro Pulse jetzt auch für Deutschland in den Start geht. Und hier ist meine erste Bestellung. Und direkt interessant, die Plattform wird zwar von Hasbro Europe in den Niederlanden geleitet, beziehungsweise verwaltet. Das Paket kam jetzt aber wohl von Hasbro Deutschland aus deren, ich nehme mal an, Zentrallager in Soest. Wäre mal interessant zu wissen, ob Hasbro Deutschland da jetzt auch seinen Hauptsitz hat oder ob die immer noch in Dreieich sind. Naja. Und jetzt sind wir ehrlich, ihr wollt ja wissen, was ich bestellt habe, ne? Zeige ich euch das jetzt quasi einmal als Sondereinschub. Normalerweise mache ich das ja im Zuge meiner Postvideos. Immer zum Ende eines Monats. Jetzt machen wir es mal zum Anfang. So, war ja schon mal ein ordentlicher Karton. Ist auch ordentlich verpackt. Schauen wir doch mal. Natürlich habe ich mir Transformers bestellt. Jetzt drehen wir den Karton nochmal. Wir werfen dabei fast die Kamera um. Und zwar habe ich mir bestellt Legacy Core Klasse Iguanus. Gleich zweimal. Dann einmal Core-Klasse Hot Rod und aus der Studio Series 86 Perceptor. Ja, keine Rechnung, kein Versandschein. Gut, diese Daten liegen mir ja alle digital vor in meinem Konto. Ne, warum das nochmal extra ausdrucken? Spart natürlich auch Papier. Und hier dann quasi einmal meine Ausbeute. Warum zweimal Iguanus? Ich hatte keinen Bock, Versand zu bezahlen. Und ja, da habe ich nochmal einen mitbestellt. Ich denke mal, es sollte nicht groß das Problem sein, da jemanden zu finden, der mir den dann noch abnimmt. Oder mit dem ich die Figur vielleicht tauschen kann. Hotshot habe ich mir noch bestellt, weil ich finde irgendwie, der hat irgendwie was an sich. Normalerweise wollte ich von den Core-Klasse-Figuren ja schon in Kingdom die Finger lassen und mich da eigentlich nur auf die Figuren beschränken, die halt ja in diese Größenklasse auch passen, wie beispielsweise Rattrap oder Vertebrake. Ja, dann bin ich bei dem Megatron und bei dem Optimus dann doch schwach geworden und ja, sehr wahrscheinlich wird auch der Starscream irgendwie seinen Weg noch zu mir finden. Soundwave habe ich mir ja auch schon geholt. Und damit Optimus nicht ganz so alleine ist, habe ich mir dann noch den Hot Rod gegönnt. Ja. Ich habe die Legacy-Verpackungen von der Core-Klasse noch nie vorher gesehen gehabt. Ich weiß aktuell immer noch nicht, ob die mittlerweile in Deutschland verfügbar sind. Von der Studio Series Core Klasse weiß ich es wohl. Die sind bei Müller schon gesichtet worden. Von denen hier, wie gesagt, weiß ich es nicht. Nein. So finde ich die von der Packung her an für sich doch schon recht ansprechend. Hier sieht er jetzt auch, hier fehlt natürlich dann jetzt auch das Inlay. Bei Perceptor ist es noch. Aber ich denke mal, bei denen werden die ja auch nach und nach verschwinden. Der Umwelt halt zuliebe. Ja, was kann ich groß zum Bestellprozess sagen? Ich habe am 31.01. bestellt. Relativ spät am Nachmittag. Am 1.04. gab es dann die Versandbestätigung. Ja, und jetzt am 2. April ist das Paket hier.
In Summe kann ich also sagen, ich bin sehr zufrieden. Zahlung ging per PayPal ohne Probleme. Gut, wird wahrscheinlich nicht immer so schnell gehen, wollen wir ja auch mal ehrlich sein, kommt auch ein bisschen ja auch darauf an, wie viel DHL natürlich auch zu tun hat. Aber an für sich bin ich da jetzt doch sehr von angetan. Ja, gibt vielleicht ein bisschen Punktabzug in der B-Note, weil, ja, was die E-Mail-Kommunikation angeht, du kriegst eine Bestätigung, wenn deine Bestellung eingegangen ist. Du kriegst eine Bestätigung, wenn dein Paket in den Versand gegangen ist. Nicht unbedingt direkt mit einem Link, wo man das Paket verfolgen kann, aber wenn ihr euch dann bei Pulse in eurem Konto anmeldet, dann könnt ihr unter meine Bestellungen natürlich dann euch eure Bestellungen ansehen. Zahlungsstatus bezahlt, Lieferstatus erfüllt. Geht einmal auf meine Bestellung, die ich euch gerade gezeigt habe. Und auch wenn ihr keinen DHL-Sendungslink bekommt, so findet ihr hier dann in der Bestellung euren Tracking-Link. Das klappt bei DHL ja beim ersten Mal nicht immer. Ich weiß nicht, ob das eine Eigenart von Firefox ist, wie auch immer. Sendung erfolgreich zugestellt. Apropos, bei meinen Bestellungen ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Nämlich unter Auftragsart findet ihr auch einmal hier Crowdfunding. Ihr könnt euch die Bestellungen also quasi einmal noch extra filtern. Und die Option Crowdfunding ist bei Auftragsart ja quasi auch verfügbar. Sehe ich zumindest an der Stelle einmal als gutes Zeichen, dass die kommenden Crowdfunding-Produkte von Hasbro auch hier auf der deutschen Plattform von Hasbro Pulse landen. Ja, ansonsten, was ihr noch seht, es ist hier alles eingedeutscht. Entweder habe ich es in meinem Video schlicht und ergreifend einfach nicht gesehen, aber ich wurde halt darauf hingewiesen, ja, hier unten, doch zugegebenermaßen versteckt, habt ihr die Option, die Seite halt euch auf Deutsch einzustellen. Was besonders lustig ist, wenn man dann unter Transformers guckt und dann hier von Transformatoren gesprochen wird. Offenbar hat man die Seite da einfach nur durch den Google-Übersetzer gejagt. Ja, und entdecke Transformers-Spielzeug und Actionfiguren. Hier findest du deine Lieblings-Autobots und Decepticons wie Optimus Prime, Bumblebee, Megatron und Starscream. Finde ich das? Finde ich die wirklich? Ja doch, hier Optimus Prime, Laser. Hm? Und Starscream, ja. Ja, und ja, Galvatron ist ja eigentlich nur eine upgradete Version von Megatron. Aber Bumblebee finde ich hier nicht. Ich finde Figuren aus dem Transformers Bumblebee-Film. Ne? Soundwave, Wheeljack, Ratchet, Brawn, demnächst Ironhide. Noch fehlt RC, aber zumindest hier wird sie im Bild quasi schon beworben. Ja, ich gehe einfach mal nur davon aus, man hat sie einfach noch nicht beim Übertragen dann ja mit überspielt. Denn alles ist wie gesagt noch nicht verfügbar. Ich ändere jetzt mal eben hier auf die Vereinigten Staaten und ihr seht, da ändert sich schon mal direkt die Startseite. Ja, hier für Power Rangers, der rote Ekliptor, die neue Sonderauflage von Marvel Legends Jean Grey, Bot-Bots, die Marvel Legends Retro-Serie, neue Marvel Legends. Ja, und alles ist hier wie gesagt noch nicht da in Deutschland. Lass mal gucken, wie das aussieht im Bereich Transformers. Ah, da sieht es in den USA doch noch ein wenig besser aus. Hier ganz neu, Legacy Blue Streak. Ah, hier auch Wolfgang auf Pre-Order, der ist bei uns noch nicht. Halt hier auch diese Walmart Legacy Deluxe, Red, Bot-Bots, Kingdom. Haben wir bei uns auf der Seite noch gar nicht. Hier Buzzworthy Bumblebee.
Free-Zero-Figuren. Und über Hasbro Pulse in den USA könnt ihr auch die Takara Tomy Premium Finish Reihe bestellen. Das ist uns bislang noch nicht vergönnt. Gut, dass wir jetzt die Kingdom-Figuren nicht bekommen, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das sind in dem Sinne ja eigentlich auch nur Restbestände, die jetzt auf der US-Seite noch verfügbar sind. Gleiches Spiel halt mit den Studio Series Figuren, Collaborative, Jurassic Park. Okay. Hasbro Pulse, T-Shirts und sowas haben wir auch noch nicht. Ja, guck mal hier, das War for Cybertron Battle Across Time Set. Eigentlich ja in den USA ein Amazon Exclusive. Gut, bei diesem Exclusive und auch dem anderen Exclusive mit Mirage und Grimlock können wir uns in Deutschland ja nicht beschweren. Die sind nach wie vor, ne, über Amazon Deutschland zu bekommen. Aber sowas hier ist ja zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Von Takara Tomy die Masterpiece Decepticon Base hier. Die kommt ja demnächst raus. Mal gucken. Ja, Mitte diesen Jahres. Selbst Masterpieces von Takara Tomy. Ach, Beast Wars Vintage, auch die älteren. Ah ja, das ist auch vieles jetzt hier, was sold out ist. Ich meine, hier Cyber Battalion. Ganz ehrlich, da ist ein, zwei nette Figuren sind dabei. Aber ja, die brauche ich jetzt für Deutschland nicht unbedingt. Und hier Haslab, der Victory Saber. Aber da ist die Kampagne ja schon abgelaufen. Der ist ja bereits finanziert. Haben sie ihr Ziel erreicht. Ja, was das Angebot angeht, da könnte auf jeden Fall noch mal ein bisschen was kommen. Auch hier das neue Transformers Monopoly. Da hätte ich schon Bock drauf, wenn die das eindeutschen und das über Hasbro Pulse dann verkaufen. Also für Deutschland halt. Wie gesagt, ich mache jetzt hier den Vergleich nicht, um Hasbro Deutschland bzw. Hasbro Pulse für Deutschland jetzt irgendwie zu schmälern, sondern einfach, ne, um auch mal ein bisschen zu zeigen, was ist denn insgesamt auch schlicht und ergreifend möglich, was wir über diese Plattform noch bekommen können. Es macht halt Sinn, dass wir jetzt die ganzen Kingdom-Figuren nicht auf dieser Plattform sehen, weil, ja, die sind alle noch vom letzten Jahr. Gut, ein Großteil der Exclusives sind das auch, aber auch hier, ne, auch auf der US-Seite sind einige der Beast Wars Vintage Reissues ausverkauft. Dann, wenn die in den USA schon ausverkauft sind, dann muss ich die auf der deutschen Plattform erst recht nicht anbieten. Ist auch die Frage, ob ältere Sachen vielleicht doch nochmal zu uns kommen, wenn man vielleicht auch einfach sagt, hey, in den USA, wir haben hier keine weiteren Abnehmer oder wir haben, ich sag mal, das erreicht an Kunden, was wir erreichen konnten. Wir haben jetzt Restbestände. Lass doch mal gucken, lass uns die doch in Europa anbieten. Macht vielleicht Sinn. Kommt der ein oder andere vielleicht auch noch an eine Figur, wo er sagt, importieren möchte ich sie nicht. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ich sie nicht kriege. Und dann ist sie auch über Hasbro Deutschland, über Pulse verfügbar. Greift man dann doch eher zu. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt je weiter wir hier nach hinten kommen, desto mehr Angebote. Wo öfter halt auch Ausverkauf steht.
Müssen wir an der Stelle aber auch mal ganz ehrlich sein. Wie ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Hasbro Deutschland bzw. Hasbro Pulse für Deutschland aktuell auch jetzt noch in so einer Art Testphase wahrscheinlich ist. Und die natürlich jetzt auch ein bisschen eruieren müssen. Ja, was können wir in Europa überhaupt verkaufen? Ehrlich, Statuen, da mag es in den USA, wo Transformers die deutlich stärkere Marke ist, da mag es sicherlich Liebhaber für geben, die sowas kaufen wollen, aber so für deutsche Sammler, also zumindest ich kenne keinen aus der Transformers-Fangruppe Deutschland, der sagt, er sammelt jetzt großartig Statuen oder so. Naja. Jetzt hier auch langsam mal am Ende. Ach, guck mal, jetzt sind hier noch die ganzen Earthrise-Figuren noch gelistet. Die sind ja jetzt mittlerweile alle schon 2 Jahre alt. Ah, be still my aching heart. Transformers Trading Card Game. Naja. Wenn sie noch ein paar Restbestände gehabt hätten, ich hätte gerne noch was gekauft. Hauptsächlich aus Welle 5, wo mir auch noch ein paar Karten fehlen. Ah, selbst sogar bis Siege zurück haben sie hier noch die Figuren im Katalog. Also, ich meine, klar, eine höhere Auswahl ist da. Was den Katalog angeht, sind mehr Produkte verfügbar, aber man muss sich auch immer vor Augen halten, wie viele davon sind denn tatsächlich noch verfügbar. 370 Figuren, will ich gar nicht wissen, wie viele davon tatsächlich ja, auch wirklich in Stock sind. Aber ja, man natürlich mehr Optionen zu filtern. Und ja, ich sag mal so, ich kann mir zwar nicht großartig vorstellen, dass man Masterpiece jetzt großartig in Masse über Hasbro Pulse in Deutschland vertreibt, aber man könnte ja beispielsweise das vielleicht so machen, okay, Leute, hört da mal, wir bieten, nur als Beispiel jetzt hier, weil er gerade hier ist, wir bieten die Neuauflage von Masterpiece Optimus Primal, bieten wir euch an. Der soll am 1. Juni 2022 erscheinen, ist halt hier die amerikanische Schreibweise für das Datum. Wir haben jetzt hier Vorlauf, sagen wir mal den ganzen April über. In dieser Zeit könnt ihr eure Vorbestellungen dafür abgeben. Und alle, die eine Vorbestellung abgegeben haben, die kriegen die Figur dann auch. Quasi als einmal als eine große Sammelbestellung quasi. Und ja, wenn dann noch ein bisschen Restbestände da sind, die werden danach halt dann noch abverkauft. Aber ja, ist zumindest ein Vorschlag. Vielleicht nimmt sich das ja irgendwer bei Hasbro vielleicht zu Herzen. Vielleicht aber auch nicht. Naja. Gehen wir jetzt mal zurück zur deutschen Seite. Wie gesagt, PayPal geht auch als Express-Checkout, also dass ihr euch nur noch bei PayPal einloggt und dann übernimmt Hasbro Pulse von PayPal die ganzen Daten. Das habe ich bei meiner Bestellung beispielsweise gemacht. Zwischenzeitlich soll PayPal mal nicht hier funktioniert haben, hatte zumindest jemand in der Transformers-Fangruppe Deutschland geschrieben. Mir wird es jetzt hier angeboten, testweise halt. Ja. Wie gesagt, wenn mal zwischendurch irgendwie was nicht funktioniert, dann gehe ich sehr stark davon aus, liegt das daran, dass man irgendwo noch was nacharbeitet oder mal ein Modul abgeschaltet hat, um es zu warten, um ein Update zu fahren, wie auch immer. Springen wir mal zurück wieder auf Deutschland. Und Deutschen dann auch wieder ein. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass ich das gar nicht gesehen habe, weil ich nicht weit genug runtergescrollt bin oder weil dieses Modul halt zum Zeitpunkt, wo ich mein Video gemacht habe, noch gar nicht verfügbar war. Aber wie gesagt, ist jetzt reine Spekulation. Man kann die Seite auf jeden Fall eindeutschen. Wobei die jetzt vom Handling her jetzt auch nicht, sagen wir mal, sonderlich schwer zu bedienen ist, wenn man, ja, man muss jetzt auf jeden Fall nicht in Oxford Englisch studiert haben, um die Seite dann auch in englischer Sprache bedienen zu können. Ja, man könnte das ja mal von hier unten mal nach hier oben packen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Gucken. Shattered Glass. Da hat sich was getan. Na, noch nicht. Aber hier stimmt das. Transformers. Hier auch. Aber sobald ich Transformers komplett wieder aufnehme, nimmt er wieder Transformatoren. Naja. Naja. Was am Angebot geändert bis jetzt? Nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall noch alles da. Noch nichts sold out. Das heißt, wenn ihr was seht, was euch interessiert und wo ihr sagt, ja, bin ich auch bereit zu bezahlen, macht es, warum nicht? Sendet ein positives Signal. Wir wollten Pulse für Deutschland haben, also sollten wir es auch meiner Meinung nach nutzen. Ja, das halt so kleines Update von mir dazu. Meine ersten Erfahrungen mit Pulse. Durchaus zufrieden. Wie gesagt, kleine Abzüge in der B-Note. Da bin ich jetzt aber ein bisschen pingelig vielleicht auch. Beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, weil ich es von anderen Shops halt ja anders gewöhnt bin. Da kommt die E-Mail mit der Versandbestätigung und ist der Link zum Tracken ist dann direkt in der E-Mail mit drin. Gut, haben sie hier jetzt nicht, aber man kann das halt über die Webseite, über die Bestellungen und die Bestellübersicht könnt ihr euch dann euer Paket, könnt ihr euer Paket jederzeit halt tracken. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Ich hoffe, dass ihr jetzt zeitnah auch bei Hasbro Pulse ein paar Bestellungen aufgebt. Könnt ja gerne mal hier in den Kommentaren von euren Erfahrungen soweit berichten oder ansonsten halt gerne auch in der Transformers Fangruppe Deutschland. Euch mit den anderen Fans soweit austauschen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ich bin Scourge, ich mag Transformers. Bis jetzt mag ich Hasbro Pulse für Deutschland auch. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn sich hier was Großes tut, werde ich euch da auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.